Du hast auf ein cooles Event. Und du willst deine Fähigkeiten vom Everpunkt zeigen. Und du willst dich mit uns messen? Dann melde dich jetzt an für die erste Eminox Elfmetermeisterschaft der Sportfreunde Bad Berms. Am 23.09. kannst du dabei sein. Was du brauchst? Ein Team von 5 Freunden, Arbeitskollegen oder Sportkameraden. Teilnehmen kannst du ab 16 Jahren, egal ob Mann oder Frau. Mit deiner Anmeldung unterstützt du außerdem die Emser Tafel. Also einfach die Facebook- oder Instagram-Seite der Sportfreunde Bad Ems checken. Dort findest du nähere Infos. Wir freuen uns auf dein Kommen. Ja,
oder ähnlich sehen lassen würde. Ich habe Schiri, so eine 8.900 gesehen. Was hat sie gerade gesagt? Sau stark, Roman, muss ich leider sagen. Sau stark, muss man sagen. Wirklich stark. Roman. Ich habe vor 12 Jahren zum Kurs geholt. Das war ein Überkörper. Gut, wir haben auch noch. Du musst den Gaumen jetzt nicht verstecken.
Ja, Arthur, Freitagabend, Flutlicht ist noch an. Derby-Sieg zu Hause. Wie hast du das Spiel gesehen? Ein bisschen gemischt, muss ich ehrlich sagen. Erste Halbzeit, haben es ein bisschen schwer getan. Eigentlich wieder Feld überlegen, wie in den ersten beiden Saisonspielen auch. Mal wieder die Torchancen nicht, haben es aber auch spielerisch nicht mit Ruhm bekleckert, würde ich sagen, ein bisschen schwer getan. Zweite Halbzeit wird es ein bisschen besser. Einfach haben wir mehr getan fürs Spiel, dementsprechend dann auch irgendwann unsere Torchancen genutzt. Dann denke ich, ist es am Ende auch leistungsgerecht. Ich glaube 7-0 ausgegangen. Ja, du sprichst schon an, Chancenverwertung, irgendwie müssen wir da jede Woche das Gleiche sagen. Vielleicht heute sinnbildlich deine Aktion. Wie siehst du erst ein Fauxpas und dann natürlich, wie du es wieder gut gemacht hast? Der Elfer war, muss ich sagen, miserabel geschossen. Weiß auch nicht, woran es genau lag. Tormann hat mich auch so ein bisschen irritiert durch eine bestimmte Bewegung. Vielleicht hat er auch unsere letzten Spiele geschaut, ich weiß es nicht. Mir wieder in dieselbe Ecke. War dann nachher vielleicht ein bisschen Frust. Hab's ja direkt mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit nochmal mit einem Fernschuss probiert. Der ist auch ziemlich daneben gegangen. Und dann war der dritte, da hatte ich einen Gedanken, ob ich es mal probieren soll. Dann auch noch mit der linken Klebe. Aber wir gedacht, komm, haust das Ding einfach drauf und ist da ja auch, denke ich, recht geil in die Maschen gegangen. Genau. Ja, ich denke, das hat sich gelohnt. Und jetzt, wie sieht der weitere Abendverlauf aus? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke, wir werden das ein oder andere Bierchen heute noch vernichten. Der Bartholomäusmarkt weiß, denke ich, jeder bei uns in der Runde. Die meisten sind gut vorbereitet, denke ich. Habe ich zumindest eben an den Outfits in der Kabine noch gesehen. Insbesondere auch der Julian, der hat da, glaube ich, seinen besten Fummel rausgeholt. Schauen wir mal. Ich glaube, wird ein lustiger Abend auf jeden Fall. Alles klar, danke dir. Schönen Abend, viel Spaß. Danke dir. Hallo, Derby-Sieger, 7-0 gewonnen, Glückwunsch dazu erstmal. Danke. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erste Halbzeit war ein bisschen zerfahren. Wieder, wie du auch schon erwähnt hast, viele Torchancen liegen lassen. Ein sehr kläglicher Elfmeter leider gewesen von dir. Aber zweite Halbzeit, als es 2-0 und 3-0 gefallen ist, sind die einfach auseinandergefallen bei Dems. Wir haben es dann clever gespielt, haben die ein oder andere Torchance noch liegen lassen, hätten wahrscheinlich auch zweistellig gewinnen können. Aber mit dem 7-0 sind wir auch zufrieden. Du selbst warst jetzt länger nicht dabei. Wie sieht es da jetzt aus? Bist du wieder regelmäßiger am Start? Ja. Können wir mit dir rechnen für die nächsten Spiele? Definitiv, definitiv. Ich habe heute wieder Lunte gerochen, habe auch Gott sei Dank endlich mal wieder getroffen und bin froh, dass ich wieder ein Teil der Mannschaft bin und werde natürlich jetzt auch wieder regelmäßig am Start sein. Gleich noch 1-10 Bierchen? Ja, ganz so viele nicht, weil ich noch Auto fahren muss, weil ich morgen früh um 7 Uhr leider arbeiten muss. Ist es ein bisschen schlecht mit dem Trinken heute. Alles klar, danke dir, Flo. Vielen Dank.